Hallo meine Pokéfreunde und Pokénanten, willkommen zu diesem Video. Wir haben schon bald Weihnachten und heute, wie ihr gerade sehen könnt, steht in meinem Adventskalender dann vorgestrichen, dass wir heute unser Q&A haben. Ich bin ein bisschen enttäuscht von euch, denn wir haben nur so circa 10 Fragen bekommen. Ich meine, das ist nicht schlimm oder so, aber ja, dafür ist das Video halt ein bisschen kurzer, ne? Und ich hoffe mal, dass wir nächstes Mal halt ein bisschen mehr Fragen haben, dann ist das Video auch etwas länger. Gut, dann würde ich sagen, ohne weiteres Gerede, Gelaber, fangen wir mal an mit der ersten Frage. Hashtag fragt das Pokémon. Kannst du bitte sterben gehen, Senpai? Spaß. Freust du dich auf Weihnachten und wenn ja, auf was? Ich freue mich auf Weihnachten, denn ich bekomme die Nintendo Switch. Ich bin gerade so, ich bin voll der professionelle YouTuber. Okay. Ich bekomme nämlich die Nintendo Switch. Ja, und werde ich wahrscheinlich noch ein Video zu machen. Also seid gespannt. Hashtag fragt das Pokémon. Möchtest du mir einen Döner kaufen? Du darfst auch bezahlen. Naja, weißt du, ich habe jetzt momentan nicht so viel Geld, so, ne? Ich brauche das Geld noch für ein paar Jokes zu kaufen, so, weil das war gerade ein schlechter Joke und vielleicht nächstes Mal. Aber ja. Allgemein, würde ich noch sagen, ich persönlich mag jetzt Döner nicht so gerne. Also, wenn ich einen bekomme, naja, vielleicht sage ich nein, aber ja, ich glaube, ihr wisst, wo ich hinaus will. Hashtag fragt das Pokémon, ist das Papier vegan? Naja, also wenn du fragst, ob du es essen willst, ich will das normales Papier jetzt nicht unbedingt essen, außer du hast jetzt gar nichts mehr zu Hause, dann viel Spaß. Aber es gibt dieses, vielleicht du kennst aber dieses Esspapier, das soll echt gut schmecken und ist bestimmt auch sehr vegan. Gibt bestimmt was Veganes von. Also, ja. Hoffe, ich konnte helfen. Hashtag fragt das Pokémon. Wie findest du die Gamecube? Die Gamecube. Wie ich die Gamecube finde. Es ist die beste Konsole. Hashtag fragt das Pokémon. Ist Mayonnaise auch ein Instrument? Natürlich. Hashtag fragt das Pokémon. Hast du ein Leben? Nein. Hashtag fragt das Pokémon. Was ist dein Ziel auf YouTube? Mein persönliches Ziel auf YouTube sind so circa die 1000, also 1000 Abonnenten. Wir haben jetzt momentan die 200 geknackt. Dankeschön dafür, Leute. Vielleicht kommt noch ein Special. Mal gucken, ob ich noch Bock habe. Auf jeden Fall, ich habe so circa vor 1000 Abos zu erreichen. Und naja, das heißt nicht, dass wenn ich die habe, dass ich jetzt auch YouTube aufhöre. Ganz im Gegenteil, ich mache natürlich noch weiter. Wahrscheinlich habe ich ein anderes Ziel, zum Beispiel 2000 oder 10.000 oder so, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist das momentan mein Ziel, ca. 1000 oder 500, aber ich lege mich jetzt immer auf 1000 und ja. Hashtag fragt das Pokémon. Zitat von Mike Bieser. 12.12.2017, 19:42 Uhr. Gut, und jetzt schreibt Hashtag fragt das Pokémon. Warum bist du so gay? Ach, Tara tippt auf der Tastatur. Oh nein, er macht es wirklich! Nach Tara ins Maul. Hashtag fragt das Pokémon. Warum bist du so cool? Lululul. Weil ich bin. Und letzte Frage. Hashtag fragt das Pokémon. Digimon ist besser. Erstens, das war jetzt keine richtige Frage, aber ja gut, hab ich gesagt. Und zweitens, nein. Laber keinen Scheiß, Junge. Jeder weiß, dass Pokémon besser ist. Ist doch so, ne? Gut, und damit wären wir dann am Ende angelangt. Ich weiß, das Video ist sehr kurz. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Vielleicht kriegen wir ein nächstes Q&A. Das kommt auf jeden Fall irgendwann nächstes Jahr. Ich hoffe, wir kriegen da mehr Fragen bei. Und dann würde ich sagen, haut rein, Leute. Und ciao. Herr Neumann hat geschrieben, ihm sei es zu kompliziert. Herr Neumann, das hier ist ein DSL-Modem. Altes Modem raus und neues Modem rein. Und dann den Startcode eingeben, ja, das kann doch jedes Schwein.